Wärmepumpen sind super teuer, überlasten das Stromnetz und sind laut. Stimmt? Nee, stimmt eigentlich nicht. Wir decken heute 7 Wärmepumpenmythen auf. Wärmepumpen erhitzen die Gemüter und es gibt eine Menge Vorurteile. Was dran ist, das prüfen wir jetzt. Mythos Nummer 1. Wärmepumpen sind teuer und rechnen sich einfach nicht. Hier sage ich mal, jein. Im Langzeitvergleich sind die Betriebskosten wesentlich günstiger als zum Beispiel bei alten Heizkesseln. Aber die reinen Anschaffungskosten von Wärmepumpen, die aktuell nach Modell zwischen 8.000 und 18.000 Euro liegen, schrecken manche anfangs ab. Vergleicht man die Anschaffungskosten einer Gas- oder Ölheizung, dann liegt diese bei bis zu 10.000 Euro, also drunter. Somit stimmt bis hierhin die Aussage des Mythos auch erst einmal. Aber hier kommen die springenden Punkte. Erstens, die Energieeffizienz von Wärmepumpen führt langfristig zu geringeren Heizkosten, sodass sich die Investition über die Lebensdauer auch mehr als rechnet. Zweitens, staatliche Förderprogramme von bis zu 70% senken die Kosten erheblich. Gerade jetzt lohnt sich die Investition in eine Wärmepumpe also besonders. Und drittens, ihr schont langfristig nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch das Klima. Noch besser, wenn die Wärmepumpe mit selbstproduziertem Strom aus deiner eigenen Photovoltaikanlage produziert wird. Mythos Nummer 2. Wärmepumpen eignen sich nur für Neubauten. Das ist totaler Quatsch. Wärmepumpen sind auch eine Option für die Modernisierung von bestehenden Gebäuden. Sie können nämlich mit vorhandenen Heizsystemen kombiniert werden. Wenn Häuser zum Beispiel nur zum Teil saniert werden, gibt es Wärmepumpen in verschiedenen Größen und Ausführungen, um den spezifischen Anforderungen deines Hauses gerecht zu werden. Und ja, Wärmepumpen werden meist in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt, aber sie können auch in Mehrfamilienhäusern eine klimafreundliche Heizoption sein. Vor allem hier etabliert sich die Wärmepumpe im Neubau als Heizsystem. Insbesondere dort, wo Erdsonden eingesetzt werden oder mit Solaranlagen kombiniert wird. Mythos Nummer 3. Mit Wärmepumpen wird es kalt im Winter. Also, das stimmt definitiv nicht. Wärmepumpen sind für einen breiten Temperaturbereich ausgelegt und funktionieren auch in kalten Klimazonen. Sie können der Außenluft auch bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt Wärme entziehen, sodass es im Haus auch kuschelig warm bleibt. Sie tut es nur vielleicht nicht mehr ganz so effizient wie im Sommer. Wären die Wärmepumpen sonst in skandinavischen Ländern so weit verbreitet, dort würden ja sonst alle erfrieren. Übrigens, obwohl Wärmepumpen hauptsächlich fürs Heizen entwickelt wurden, können viele Modelle auch kühlen. Nennt sich dann umkehrbare oder invertierte Wärmepumpe. Sie arbeitet im Sommer ähnlich wie eine Klimaanlage, indem sie Wärme aus dem Inneren nach außen transportiert und so euer Zuhause schön kühl hält. Win-win, oder? Allgemein gilt, dass zum Beispiel die Dimensionierung der Wärmepumpe immer individuell für eure 4 Wände gewählt sein sollte. Deshalb ist es wichtig, sich von Fachpartnern beraten zu lassen. Dann habt ihr es auch zu jeder Zeit kuschelig warm. Mythos Nummer 4. Wärmepumpen sind Stromfresser. Wärmepumpen sind Stromfresser, höre ich echt immer wieder. Aber auch das stimmt im direkten Vergleich mit anderen Heizsystemen nicht wirklich. Denn eine Wärmepumpe verbraucht von allen Heizoptionen am wenigsten Energie. Aus einem Teil Strom produziert sie mindestens 3 Teile Wärme. Zum Vergleich. Bei einer Gasheizung ist das Verhältnis 1:1. Wahnsinn, oder? Zwar ist der Strom aktuell teurer als Gas, allerdings kann mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach die Wärmepumpe direkt durch den eigenen Strom mitbetrieben werden. Damit amortisieren sich die Kosten viel schneller. Mit einer intelligenten Steuerung können Wärmepumpen außerdem die günstigen Strompreisstunden des Tages abpassen, um dann ihren Speicher zu füllen, also wenn der Strompreis besonders niedrig ist oder gerade die Sonne fett aufs Dach scheint. Im Vergleich zu einer alten Gasheizung spart ihr also insgesamt zwischen 500 und 1000 Euro jährlich. Bei Lichtblick gibt es außerdem den passenden Tarif, damit du aus deiner Stromversorgung das Beste für dich herausholen kannst. Klingt irgendwie gar nicht nach Stromfresser, oder? Mythos Nummer 5. Wärmepumpen sind zu laut. Da Lautstärke eine sehr subjektive Wahrnehmung ist, ist es nicht so leicht zu sagen, ob sich jemand gestört fühlt oder nicht. Dennoch. Luft-Wasser-Wärmepumpen, die an einem ungünstigen Ort aufgestellt werden, können durchaus zu einer erhöhten Schallemission führen. Deshalb ist die sorgfältige Auswahl des Aufstellortes und die Beratung durch Profis auch so wichtig. Moderne Wärmepumpen erzeugen zwischen 35 und 45 Dezibel Schall. Das ist ungefähr so laut wie ein Kühlschrank. Damit davon aber niemand gestört wird, gibt es Verwaltungsvorschriften, wo eine Wärmepumpe fachgerecht aufgebaut werden darf und wie sie installiert werden muss, damit so wenig Schall wie möglich erzeugt wird. Dieser Mythos ist also eher heiße Luft. Ihr müsst lediglich auf einen cleveren Standort und eine fachgerechte Installation achten. Mythos Nummer 6. Wärmepumpen funktionieren nur mit einer Fußbodenheizung. Klares
Nein. Fest steht, mit Flächenheizungen wie Fußboden, Wand oder Deckenheizung sind Wärmepumpen mit sehr hoher Effizienz unterwegs. In Neubauten sind Fußbodenheizungen auch mittlerweile häufig der Standard. Durch die große Oberfläche wird die Wärme optimal in die Räume abgegeben. Das Wasser muss also nicht so stark erhitzt werden wie bei herkömmlichen Heizkörpern. In Altbauten ist das eher selten der Fall, da kommen herkömmliche Heizkörper zum Einsatz. Aber auch mit solchen Radiatoren lassen sich Wärmepumpen sicher kombinieren. Hier sollte euer Haus nur am besten einen hohen Dämmstandard aufweisen und ihr solltet bei einer maximalen Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius landen, damit die Wärmepumpe auch effizient arbeiten kann. Auch hier gilt, das Ganze sollte von einer Fachkraft überprüft werden. Also lasst euch nicht verrückt machen. Auch im Altbau könnt ihr es euch wohlig warm machen mit einer Wärmepumpe. Mythos Nummer 7. Wärmepumpen überlasten das Stromnetz. Ganz im Gegenteil. Wärmepumpen können sogar für Netzstabilität sorgen, wenn sie wie dezentrale Speicher genutzt werden. Die Wärmepumpe kann nämlich dann Strom beziehen, wenn er gerade besonders günstig und in großen Mengen verfügbar ist. Das ist zum Beispiel immer dann der Fall, wenn gerade viel erneuerbare Energie am Netz ist. Umgekehrt können sie auch mit sogenannten Spitzenlastzeiten arbeiten, wenn also die Nachfrage nach Strom gerade nicht ganz so stark ist. Zum Beispiel in der Nacht, wenn wir ruhig und selig schlafen. Clever, oder? Wie ihr seht, ist an den meisten Wärmepumpenmythen nichts dran. Wenn ihr auf weitere Mythen stoßt, schreibt es in die Kommentare, dann gehen wir gemeinsam den Fakten auf den Grund. Weitere Videos rund um PV, Wärme und Energie findest du hier im Kanal. Also, abonnieren nicht vergessen!